Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Runde von Rock of Ages 2. Heute in Dover und ich weiß echt nicht, wen wir da treffen sollen. Okay, heute gegen Henry den 14. war das, glaube ich. Nee, Henry der 9. Medusa Felsblock. Beinhaltet 100 verstandene Soldaten ordentlich in einem Ball. Von den Sets gibt es keinen Unterschied, deswegen würden wir auch sagen, nehmen wir auch dieses Mal diesen Medusa-Ball. Sonstige Sachen. Nehmen wir diesmal den Himmelsbullen, wir nehmen den hier und dieses Mal nehmen wir auch wieder die Bank mit, weil der Himmelsbulle ist nicht gerade billig. Mit 600 ist es doch schon ziemlich krass, was der kostet. Wir gucken uns mal die ganze Map jetzt erstmal an. Also wir starten hier. Wir müssen einmal ringsherum. Hier können wir treffen, theoretisch. Wir müssen hier noch einmal ringsherum und sind dann am Ziel. Das heißt, hier in der Mitte können wir nicht bauen. Genau. Das wäre auch dämlich, weil wir uns sonst gegenseitig aufhalten würden. Ich würde sagen, den Himmelsbullen machen wir hier natürlich hier hin. Da haben wir schon mal eine Bank hingebaut. So, wir können losmachen. Los geht's. Jetzt müssen wir mal gucken. Alter. Der mit seinen... Dieses Scheißfallen, Leute. Das hier ist schon richtig nervig. Vor allem, da führt auch kein Weg vor. Vielleicht mit dem Engel, dass man drüber springen könnte, aber... Keine Ahnung, ob das wirklich klappen würde. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, können wir uns beide auch gegenseitig vernichten? Oder tun wir uns nur stören? Oder... Ich würde sagen, spätestens wenn GP mit Hand of Blood das Ganze aufnimmt im Multiplayer, werden wir es dann erfahren. Weil die werden es hundertprozentig testen. Was, ob das passiert und... So, er ist durch. War nur, weil ich einmal runtergeflogen bin. Ich habe mehr Schaden als er gemacht, also das ist schon mal ein Vorteil. So, wir haben 3000. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen von den Himmeldingern hier. So, der Feind ist am Rollen, das war natürlich klar, dass er früher los ist. Ich möchte auch noch sagen, falls ihr irgendwann mal ein Beep hört, das ist von Discord. Da bin ich auf dem Server drauf, da passiert irgendwie die ganze Zeit was. Und da ich nicht weiß, wo ich das ausschalten kann, und Discord eigentlich in der also im Taskmanager ist er nicht offen. Da ist er eben zu. Oh, so ein Schiff wieder. Wer kann sich daran erinnern an diesen Schiff? Oder an dieses Schiff? Oh,
Abbremsen war ziemlich, ziemlich nice. Oh. Die haben mich gestört. Die mussten unbedingt weg. Auch wenn ich vielleicht dadurch später ankomme, aber die mussten unbedingt weg. Die haben sowas von gestört. Und er hat unsere ganzen Himmelsbullen vernichtet. Was geht denn bei dir falsch, Junge? So, mehr können wir schon nicht machen. Wir haben jetzt 5 Himmelsbullen gebaut und 2 Elefanten und das war's. Wir können nicht mehr machen. So, er ist schon wieder auf dem Weg. Wir können ihn vernichten oder versuchen, Schaden zuzufügen. Wir machen natürlich wieder los. Dass ich jedes Mal der Trümpfer fahren möchte. Oh nein! Alter, was soll denn das jetzt? Mann! Ganz ruhig, Benzi. Ganz ruhig. Alles wird schlechter. Das musste sein. Also war mir auch egal, ob ich 3 Stunden später ankomme oder so. Wenn der mich noch weiter genervt hätte, nee. Hätte ich ja, weiß ich nie, wäre ich ja niemals angekommen. Nice Sprung, muss man schon mal sagen. Vielleicht wäre es auch nicht schlecht, mal seine Banken versuchen zu vernichten. Aber wir sehen, wir sind früher durch als er. Das erfreut mich umso mehr. Mit 163 Schaden ist ziemlich knapp, aber wir haben es geschafft. Ah, schade. Hätten wir früher es gemacht, wäre auch nicht schon Schaden gegangen. Er hat ein paar Himmelsbullen vernichtet. Aber ist kein Problem. Wir schaffen das diesmal eh. So, Abweis gestellt. So muss es sein. Ah, vielleicht. Nee, wir können nicht mehr machen. Schade. So, wir können losmachen. Das war jetzt ziemlich überraschend, dass ich jetzt schon losmachen kann. Weil ich habe gerade echt nicht auf mein Handy geguckt. Ey, ich habe gerade auf mein Handy geguckt, nicht ins Spiel. So. Ich habe überhaupt nicht gerade auf mein Handy geguckt. Überhaupt nicht gelogen, nein. So. Und vielleicht gibt es in nächster Zeit auch mal wieder ein Real-Life-Video. Also, es wird ein Real-Life-Video geben. Und zwar, wenn ich zu meinen Eltern fahre, die dann nicht da sind. Und hoffentlich die 50 K. Das ist auch noch so eine Sache, dann mache ich auch bald ein Video nochmal dazu. Im Moment sieht es echt shit aus wegen der wegen dem Livestream, weil wenn die 50 K nicht da ist, mache ich keinen Livestream. Hat nämlich den folgenden Grund, dass ich dann schlechter leisten kann. Und wir haben es geschafft mit 4 Stunden. Oh, er hat fast genauso viel zerstört wie ich. Okay. Und da haben wir jetzt, was ist hier freigeschalten jetzt? Kriegsschiff. So, nächstes Mal sehen wir uns bei... in Paris bei einem Boss wieder. Bis zum nächsten Mal. Sagt einmal das Wort. Ciao, ciao.